Hey Leute, heute kommt ein ganz besonderes Video, auf welches ich mich wirklich schon sehr, sehr lange gefreut habe. Ihr seht, ich habe hier schon die Verpackung von meinem YouTube-Play-Button in der Hand. Wir haben nämlich vor kurzem die 100.000 Abonnenten geknackt hier auf YouTube und da möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei euch allen bedanken. Und dieses Video ist nicht nur ein 100.000 Abonnenten-Special, sondern ein ganz besonderes Special, denn es ist auch gleichzeitig die Abholung von meinem Traumauto. Schaut euch das ganze Video an, es lohnt sich. Wir machen nämlich hier heute ein paar sehr, sehr geile Aufnahmen. Wenn ihr euch nicht das ganze Video von Anfang bis zum Ende anschaut, dann verpasst ihr was. Ich würde sagen, wir holen jetzt erstmal das Auto ab und dann packen wir zusammen den Play-Button aus. Unboxing. Das ist ein ganz besonderer Tag, so ein Traumauto abzuholen. Dann mal los. Hi, Marcel Stockicke, servus. Dann legen wir doch einfach gleich mal los. Bühne frei, oder? Okay. GT3 RS 901.2, also das Facelift, ist quasi noch das aktuelle Modell. Wurde zwar schon der neue GT3 vorgestellt, der 902, aber noch keine RS-Version davon. Das heißt eigentlich ist er aktuell noch der aktuellste. Der aktuellste, ja. Ganz genau. Der Hammer, der sieht ja wirklich nur aus wie neu. Also ist ja... Kann man ja fast sagen, ist ja fast wirklich noch ein Neuwagen. Meine Kennzeichen sind auch schon dran. Oh. Eine kleine Aufmerksamkeit des Hauses. Herzlichen Glückwunsch zum neuen Fahrzeug. Dankeschön. Und alles Gute und viel Spaß damit. Ja. Vielen, vielen Dank. Und ich würde sagen, sieht zwar sehr schön hier aus, aber der Wagen gehört auf die Straße. Und da bringt man jetzt hin. So ist es. Der riecht auch noch so neu. Wahnsinn. Erstmal Sitz einstellen. Der hat gerade erstmal knapp über 5000 Kilometer gelaufen. Also fast noch brandneu. Los geht's. And the lights are out, you stumble in the dark. You kept pushing on, but then you went too far. When your ship has sailed and all your dreams are lost. Everything is wrong, you feel like it's your fault. Just remember, I will be there for you, baby. Remember, there's nothing out there to get you. Don't forget it when life feels the most. Just come with me. Just come with me. Ein Porsche ist halt einfach ein Porsche, das sind zuverlässige Autos. Ich
habe halt nach ein paar speziellen Ausstattungsdetails geschaut, wie zum Beispiel, ja, am liebsten Farbe schwarz, weil der Wagen soll auf jeden Fall noch foliert werden. Und da ist schwarz als Grundfarbe einfach immer am besten. Ich habe auch ein paar andere schöne gefunden, in den Lizard Green zum Beispiel und so, aber das als Unterfarbe zum Folieren ist halt blöd, weil hier und da so in manchen Ecken sieht man ja doch schon so die Originalfarbe durchblitzen. Und das ist dann nicht so cool, wenn das darunter irgendwie grün oder rot wäre. Von daher, schwarz war halt eine super Grundfarbe fürs Folieren. Dann das Clubsportpaket zum Beispiel mit dem Käfig hier hinten drin, unter anderem. Die Rückfahrkamera war mir auch ganz wichtig. Einfach so von der ganzen Ausstattung her war der Wagen genau so, wie ich ihn haben wollte. Hinzu kommt, dass so ein Porsche GT3 RS auch so vom Wert her sehr, sehr stabil ist. Also die gibt es auch aktuell noch fast immer noch, die, auch die Gebrauchfahrzeuge, zu, ja, eigentlich fast zum Neupreis. Wir hatten ja 4 Jahre lang einen GT3, den 991.1, haben es auch ehrlich gesagt ein bisschen bereut, den verkauft zu haben im Nachhinein, weil es war einfach nach wie vor das emotionalste Auto, welches ich je gefahren bin. Und von daher bin ich wirklich super glücklich jetzt mit dieser Entscheidung. Jetzt mein Traumwagen, GT3 RS, das war nämlich schon immer mein Traumwagen, ist einfach nochmal so eine Spitze oben drauf, so ein i-Tüpfelchen oben drauf zum GT3, weil ich fahre ja doch auch ganz gerne mal Track und da ist der RS einfach die bessere Variante, obwohl der GT3 halt auch schon einfach top ist. Achso, und kein OPF. Das Modell gibt es auch schon mit OPF, aber wir haben gesagt, der darf kein OPF haben, damit der einfach noch so geil klingt. Und was soll man sagen? Der klingt einfach geil. Der klingt einfach geil, der fährt sich geil. Es ist einfach ein Traum. Ja, und jetzt habe ich ja gesagt, wir haben ja auch ein 100.000 Abo-Special. Ich habe extra bis hinter München diesen Play-Button mitgenommen und den noch nicht ausgepackt. Das machen wir jetzt. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Juhu. Also wirklich noch komplett verpackt. Wie lange machen wir das jetzt? 4, 5 Jahre? 5, ja. 400. Ja, und da nochmal vielen, vielen Dank an alle, die mich auf meinem langen, aber dennoch tollen Weg begleitet haben. Ihr, die Community, ihr seid ja auch zum großen Teil dafür verantwortlich, dass es einfach so gekommen ist, dass ich jetzt hier stehe mit diesem Playbutton. Besser kann der Tag nicht sein, oder? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir haben uns wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben. Auch vielen, vielen Dank an die Jungs von Szene Quads, die hier die mega geilen Drohnenaufnahmen gemacht haben. Und ja, mich würde natürlich sehr interessieren, was sagt ihr zum Auto? Hättet ihr das erwartet? Hättet ihr gedacht, dass es wieder ein GT3 bzw. jetzt ein GT3 RS wird? Fast das Fahrzeug, mit dem ich damals mit YouTube gestartet habe. Und jetzt irgendwie so wieder so back to the roots, könnte man sagen. Ich bin absolut happy. Ich hätte, glaube ich, wäre jetzt mit keinem anderen Auto glücklicher gewesen. Ja, und wenn ihr mehr damit sehen wollt, ich bin schon ein bisschen heiser, wir hatten heute so viel Spaß. Wenn ihr mehr damit sehen wollt, mit diesem Wagen und noch viele, viele andere coole Videos von mir, dann vergesst natürlich nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Ist ja schließlich kostenlos. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Und ich düse jetzt noch eine Runde.